In Oberwart sorgt eine Aktion im Stadtzentrum für Gesprächsstoff. Eine Künstlerin ist in eine Geschäftsauslage gezogen. Mit solchen Aktionen wie Wohnen im Schaufenster will das offene Haus Oberwart Akzente setzen und die Innenstadt beleben. Ziel ist es, die Innenstadt für Besucher und Einkaufstouristen wieder attraktiver zu machen. Das Oberwarter Projekt Chancenlose Innenstadt? Fragezeichen setzt erste Akzente. Leere und verklebte Schaufenster müssen nicht sein, so die Meinung einiger Kunstschaffender. Die Fotokünstlerin Michaela Bruckmüller hat gestern Abend zwei Schaufenster zu Wohnräumen umfunktioniert. Ich habe mich nie im Schaufenster gewohnt. Ich bin jetzt nicht gespannt. Ich will ausprobieren, wie es sich anfühlt, was es auch bei mir auslöst, was es bei den Passantinnen und Passanten auslöst. Und ich denke mal, es hat schon ein bisschen was damit zu tun, dass diese Innenstadt, die ja immer leerer wird und immer einsamer wird, das würde mich auch interessieren, da so diese totale Intimität dem entgegenzustellen. Die ersten Reaktionen der Passanten ließen nicht lange auf sich warten. Was machen Sie da im Schaufenster? Sie wohnt da in so einem kleinen Raum. Die Leute werden immer ideenreicher, nicht? Na, wenn die Wohnungen so teuer sind, bleibt einer nichts anderes übrig. Und in Oberwart so viele Geschäfte leer sind, nicht, dann nutzt man das halt aus. Nicht? Ich für mich möchte es nicht, aber ich finde es okay, wenn sie das will. Ja. Ich möchte sagen, wenn das symbolisch gemeint ist, ganz Oberwart schläft nicht. Also manche sind schon hellwach. Zum Thema Wohnen im Kleinformat zeigt die Künstlerin auch eine eigene Fotoausstellung in einem leerstehenden Geschäftslokal. Wie man die Oberwarter Innenstadt wieder zum Pulsieren bringen könnte, darüber wurde gestern Abend intensiv diskutiert. Wenn die Innenstadt nicht belebt ist, dann hat es ganz einfach nur einen einzigen Grund, es sind zu wenig Menschen da. Und daran muss man arbeiten. Oberwart könnte die Heimatstadt der südburgenländischen Kreativen werden. Hier könnte tatsächlich ein Ort Zentrum für sprudelnde Gedanklichkeit entstehen. Ganz ohne Miete oder ganz ohne irgendwelche Abgeltungen wird es nicht gehen. Könnte man aber durchaus vorstellen, dass die ganze Innenstadt ein bisschen in diese Richtung geht. Oberwart, eine Stadt, die nicht die Ruhe, sondern zusätzliche Impulse für das Zentrum sucht.